Einen wunderschönen guten Abend, hallo und willkommen zu War Tales. Heute schauen wir mit unseren Gefährten mal weiter, was wir hier so tun können. Hatten wir nicht mal über 1000 Gold? Mein Gott, warum hat das Ganze denn jetzt wieder hingegeben? Hier haben wir noch genügend andere Sachen, die wir hier tun können. Zum Beispiel mit dem hier sprechen. Oder ihn untersuchen. Ein Rädelsführer, Gesetzlose. Ein Anführer, okay. Und da ist allerlei Kram dabei. I am terribly sorry, but there is nothing of interest for you here. No, na dann. This is a simple sawmill, and I am its humble owner. Ja, genau. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen Hanf, das nehmen wir mal mit. Okay, verstörkelter Schlüssel. Da wäre Holz, was wir nicht klauen. Aber wir können Holz hacken. Schade, das war knapp daneben. Ah, zu früh. Naja, ein bisschen Holz, ein paar EP. Was haben wir denn da? Einen verschnörkelten Schlüssel. Ach, das war mein Inventar. Nothing to see here. This woman promised us honest labor. And look what we got. We're treated worse than slaves. Das kann so eigentlich nicht gehen. And the guard turns a blind eye. But then again, why would anyone help Edoranian refugees? Was haben wir denn da? Ein Arbeitshandbuch. Das können wir doch mal direkt lesen und ein Wissen erhalten. Don't hurt me. If they flog me one more time. Okay. Aber nachdem wir jetzt ein Wissen erhalten haben. Komm, Zug fertig, ist doch schön. Oh, weg war sie. Jetzt kann ich das Holz hier auch mitnehmen. Oder das ist klau. Kann ich euch vielleicht jetzt noch nochmal sprechen und sagen, dass ihr rauskommen könnt? Nope, kann ich nicht. War klar. Sadly for you, ransacking a slaver's basement tends to be a bad idea. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich verhandeln soll oder. Na, ist ein Sklavenhändler. Mit die wollen Sklavenhändler sind keine guten, definitiv nicht. Bilderer, Ines, Ganove, Marodeur sind so vier Gegner. Bogenschütze. Du. Ich glaube, ich will euch mehr oder weniger zusammenhalten. Du bleibst wachsam. Du wirst leider deinen Zug machen können. Dich hätte ich eh nicht aufhalten können. Als nächstes kommst du dran. Du hast keine Dings. Okay. Danach kommst du dran.
schießen wir schon mal auf dich. Geh einen Schritt zurück. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich den Charakter nochmal bewegen kann. Kommst du dran? Ich will euch halt nicht hier reinlocken. Hier unten rum komme ich nicht, nein. Bis da hinten kommst du. Gehen wir bis dahin. Ja. Ah, Gift, das ist böse. Du kommst da erst dran. Da kommen die beiden erst dran. Schön wäre es, wenn du natürlich auch herkämst. Ich muss dich dummerweise da hinten stehen lassen. Noch mehr Gift, das ist noch schlechter. Aber was erwarte ich schon? Komm, ich schalte euch aus. Oder auch nicht. Steht er dummerweise relativ weit weg. Okay. Ah, das hatte ich befürchtet. So. Darf's als erstes, dann ist der nämlich schon mal weg. Schlamm stecken ist eine super Sache. Er hat sich bewegt, das hat ihn herausgefordert. Sehr schön. Ah ja. Dann ist er dran, okay. Später. Und haust auf die Mütze. Ist natürlich blöd, dass er jetzt trotzdem nochmal einen Schuss abkriegt. Das hindert meine. Stört meine Rüstungs. Verhalten ein bisschen. Dann bist du aber Kampf. Komm, kriegst noch einen Schritt dahinter. Du kannst hoffentlich gleich noch von jemand anderem erschlagen werden. Das ist jetzt doof. Es steht zu nah aneinander. Definitiv zu nah aneinander. Au. Dann muss ich das halt so machen.
als erstes dran. Hau mal dich weg. Nein, Sklaventreiber werden komplett geplättet. Du kannst dich aber nicht schneller bewegen, ich verstehe. Versuchen wir es. Das müsste ausreichen. Ja, das war's. Den nehmen wir mit, die Leichen lassen wir liegen. Komm. Du hast ein Level Up. Und wir haben hier noch was gesammelt. Abwehr minus 11, nein. Du bist eine leichte Rüstung. Das heißt, du bist was für unsere Bogenschützen. So. Dann schauen wir nochmal hier hin. Jetzt müsste es ja eigentlich frei sein, ja. Ja, das waren gerade Leute, ich bin kaum aus dem Weg gegangen. Ganz anders als beim letzten Mal. Ah, da oben drüber. Oh, da komme ich nicht rüber, okay. Weil die kann ich sammeln und da kommen die anderen Leute gerade wieder. Ah, ein paar Pilze. Stufe 1, Schergen und Plünderer. Guck mal doch mal die an. Die stehen hier, die stehen da, okay. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich nicht so nah an ihn rankomme. Oh, das war wohl ein Crit. Der ist der nächste und danach kommt der, okay. Bewege ich noch einen Zentimeter nach vorne. Ich hatte gehofft, dass er kommt, weil dann kann er nämlich das Gift auf alle sprühen. Der macht ja einen Rundumschaden. Anvisieren. Anvisieren klingt doch blöd. Nehmen wir den. Der ist nämlich ziemlich sicher tot. Dann verwickeln wir die doch einfach in den Kampf.
Oder wir töten sie einfach beide. Ja, komm. Die lassen wir fliehen. Eine beschädigte Axt. Okay. Ist das besser? Nee, das ist gleich. Gut, aber du hast Erfahrungspunkte gesammelt. Was level ich gerade bei dir? Komm, dann kriegst du Bewegung. Du solltest, glaube ich, Geschicklichkeit leveln. Dann schauen wir doch mal da hinten. Und hier, wir laufen weiter nach Westen. Das Decken kann man auch irgendwann anders angucken. Mal gucken, kriegen wir hier bei euch Zeug verkauft. Ein Händler kommt bei euch. Ich will nicht mit euch kämpfen, ich will mit euch handeln. Schaden aus Gelegenheitsangriffen 5%. Das ist eine schöne Rüstung. Stärke 7, defensive Präzisionsfähigkeit ist auch sehr hübsch. Kann ich dir stattdessen den Müll hier verkaufen? Ich glaube, ich kaufe mir tatsächlich die hier. Konnten wir nicht anziehen. Lassen wir da. Essen nehmen wir grundsätzlich mit. Das da können wir auch verkaufen, denke ich. So. Ja, ich denke schon, dass die hier ein bisschen besser ist. Oder kann die Waffe nicht ausrüsten? Ah, Kacke. Entschuldigung. Stufe 4. Er ist Stufe 3. Okay, das ist zumindest ein Argument. Wie viel braucht er denn noch für die nächste Stufe? Steht das hier irgendwo? Ach, da drei. Ja, das dauert nicht mehr lang. Ach, da kommt wieder ein Schneebiom. Eine verschneite Landschaft, Entschuldigung. Hochlandlager der Fährtenleser. Interessante Ausrüstung, die du hast. Brennan, Master Tracker. Our Brotherhood is tasked with the culling of all the wild beasts on the continent. We reward hunters for their kills and protect the common folk from these vicious animals. Das ist eine löbliche Tätigkeit. You'll need to prove your worth and take part in your first hunt. Come back victorious, or do not come back at all. Okay, das ist dein Argument. Envious of a war paint, are you? You're not the first. Sorry, mercenaries. Only those who have been initiated in our ways may sport these. Okay. To become part of the lucky few, you must travel to Ludern and ask the druid in the Tuil's Glade. But be warned, the way there is fraught with danger. Okay. Don't even bother trying to sell me your filth. I am in need of fangs to accomplish our ancient rituals. Brauchst du Reißzähne? Was hältst du davon, wenn ich dir den Kram verkaufe? Aber was hast du denn da? Fleischtrockengestell, scharfer Reißzahn. Oh. Ich glaube, das Ding ist eigentlich interessant. Ich würde es gerne kaufen.
Für 200 Reißzähne. Ah, du verkaufst den Quatsch für Reißzähne. Okay. Dann müssen wir erstmal gucken. Dass wir Reißzähne bekommen. Ah, ja. Da war was. Musste ich auch auf die Kreise reagieren. Oh, 4 EP. Nicht stehlen. Stehlen und schließen, dummerweise sind die Buttons immer die gleichen.